Von der Landsberger Allee führt der Weg südlich den Berg hinauf und spaltet sich auf halbem Weg. Dort besteht die Möglichkeit, den Weg zum kleineren Berg zu nehmen oder den zur Aussichtsplattform. Mit 114,5 Metern ist der westliche Gipfel der Arnsfelder Berge die vierthöchste Erhebung in Berlin. Der kleinere der beiden Hügel ist 101 Meter hoch. Die Erhebungen liegen an der Grenze von Berlin zum Brandenburger Landkreis Barnim, direkt am Wohletal gelegen, und bieten einen Ausblick bis zum Fernsehturm. Entstanden sind die Arnsfelder Berge als schmale Wälle aus lockerem Material, sogenannte Oser. Der westliche Gipfel war damals mit 66,9 Metern fast nur halb so hoch wie heute. Der bei der Errichtung der Neubaugebiete Marzahn, Hellersdorf und Hohenschönhausen in den 1980er Jahren angefallene Erdaushub wurde lagenweise aufgeschüttet und verdichtet. Durch diese Aufschüttung wuchs der westliche Hügel auf rund 112 Meter. Später begann eine weitreichende Umgestaltung des ansässigen Landschaftsparks und der größere der beiden Hügel erhielt mit der Aussichtsplattform seine heutige Größe von 114,5 Metern. In der Nähe der Arnsfelder Berge liegt die Wuhle, ein 16,5 Kilometer langer Fluss, der durch das Wuhletal fließt. Das angrenzende Wuhletal ist ein gut entwickelter Grünzug, der als Landschaftspark zur Erholung genutzt wird. Dabei sind die Arnsfelder Berge zu Aussichtspunkten geworden. Sie bilden einen starken Kontrast zu den im Westen liegenden Hochhaussiedlungen. Mit dem Wuhletal-Wanderweg ist das Gebiet der Arnsfelder Berge mit anderen Teilen des Wuhletals verbunden und ist sehr natürlich belassen, sodass durchaus die Chance besteht, Rehe, Hasen, Füchse oder sogar Wildschweine zu entdecken. Die Umgebung bietet vielfache Möglichkeiten zum Spazierengehen, Joggen, Walken oder Radfahren. Ein ganz besonderes Highlight mit Wiedererkennungswert ist der Wuhletalwächter. Ein Kletterfelsen des Alpinen Vereins, gebaut aus den Platten einiger Wohnblöcken aus der DDR-Zeit. Behandelt mit Spritzbeton, um ihm einen natürlichen Charme zu vergeben. Er ist Pforte und Symbol zugleich für den nordwestlichsten Teil des Wuhletals.